Und wir kommen jetzt zum zweiten Themengebiet, Verkehr. Die erste Frage geht um den Verkehrssektor allgemein. Der hat nämlich bisher zum Klimaschutz nichts beigetragen. Das wird manche Leute überraschen, weil es werden ja ständig Erfolgsmeldungen berichtet über die Elektroautos und was nicht alles. Aber wenn man unter den Strich guckt, ist die Sache nicht besser geworden, sondern eher schlechter. Und deswegen die Frage, was werden Sie tun als Mitglied des Bundestages, um die CO2-Emissionen aus dem Verkehrssektor zu senken und um wie viel Prozent gegenüber heute? Das ist eine Frage, die man relativ schlecht kurz beantworten kann. Wir brauchen, und das hat die Linksfraktion in den letzten Wahlperioden schon gemacht, und das werden wir auch, egal ob wir in der Opposition oder in der Regierung beteiligt sind, weitermachen. Wir brauchen endlich eine konsequente Förderung des Bahnverkehrs. Wir brauchen einen Ausbau der Bahninfrastruktur. Zurzeit werden mehr neue Straßen gebaut als Bahnstrecken reaktiviert oder Bahnstrecken neu gebaut. Also der Schwerpunkt, den auch der Verkehrsminister Scheuer gelegt hat, dass er sagt, er will alle fördern, den halte ich für falsch. Wir müssen wirklich auf den Bahnverkehr als den Regelverkehr setzen, vor Ort natürlich die Verkehre, Fußgängerinnen und Fußgänger, Radfahrer. Ich zum Beispiel bin zu faul zum Fahrradfahren, gebe ich zu. Ich bin jetzt seit einem Jahr leidenschaftlicher Nutzer von den E-Scootern, nicht ganz unumstritten, aber auf jeden Fall besser als Autofahren. Und da müssen für meine Brüste, aber ich gebe mal ein Beispiel. Ich kann das, wenn ich in Berlin mit dem E-Scooter unterwegs bin, kann ich das, die Fahrten nicht abrechnen bei der Bundestagsverwaltung, während eine Taxifahrt oder der Fahrdienst für mich kostenlos ist. Also das sind auch so Sachen, wo man selbst beim Parlament mal kritisch nachfragen muss, was soll denn dieser Blödsinn? Wie gesagt, nicht ganz unumstritten, aber wir brauchen dort in einer neuen Bundesregierung, egal wer sie stellt, ein komplettes Umdenken, was die Verkehrspolitik angeht. Und das Umdenken kann für meine Begriffe nicht darauf reduziert sein, den Automobilverkehr vom Verbrenner auf batteriebetriebene Autos umzulenken. Ich finde Autos für die viele Anwendungen für ein Verkehrsmittel des letzten Jahrhunderts, wir sind da viel weiter und wir brauchen dort wirklich einen kompletten Neustart, was die Verkehrspolitik angeht, der hingehen muss zu öffentlichen Verkehren, zu Bahnverkehren. Und da reichen die Maßnahmen, die im Moment laufen, für meine Begriffe überhaupt nicht aus. Damit haben Sie die zweite Frage zum Bahnverkehr schon gerade mit beantwortet. Deswegen kommen wir jetzt zum Radverkehr, den Sie auch eben schon angedeutet haben. Sie sind zu faul zum Fahrradfahren, sagen Sie. Ich kann im Moment nicht Fahrrad fahren und würde gerne, aber das ist ja auch egal. Jedenfalls, was kann getan werden, um den Radverkehr zu fördern? Denn der ist ja eigentlich eine lokale Sache, aber die bundesweite Straßenverkehrsordnung beeinflusst ihn ja doch auch. Also was könnte man tun, um den Fahrradverkehr zu fördern? Na, wir brauchen vor allen Dingen eine Gerechtigkeit, was die Aufteilung des Verkehrsraumes angeht. Zurzeit ist es so, dass ungefähr 70 bis 80% des öffentlichen Verkehrsraumes durch PKWs verwendet wird. Und oft wird da nur auf die Fahrspuren geguckt, aber ich sage mal so, mindestens 30 bis 40% des Verkehrsraumes, wird reserviert für Autos, die dann irgendwo am Straßenrand parken können. Und da geht es nicht um öffentliche Flächen, da geht es nicht um private Flächen oder um Tiefgaragen oder sowas, sondern die allermeisten Autos stehen irgendwo draußen auf öffentlichen Flächen. Teilweise müssen sie was dafür bezahlen, teilweise ist das kostenlos. Sicherlich ein Knöllchen ist dann auch ärgerlich. Aber wenn dann irgendwo ein Radweg dazukommt, und als Radweg bezeichne ich dann nicht irgendwie die Hälfte vom Bürgersteig, sondern ein reeller Radweg, der auf der Fahrbahn markiert wird, dann wird das zum Störfaktor. Und aus dieser quasi Unkultur müssen wir rauskommen. Wenn ich wiege 120 Kilo, ich fahre zurzeit mit meinem 30 Kilo Elektroscooter, ich benutze natürlich die Radwege, so wie es gehört, oder wenn kein Radweg da ist, fahre ich auf der Fahrbahn und nicht auf dem Fußweg. Und ich werde als Störfaktor wahrgenommen, während ein Mensch, der genauso viel wiegt wie ich, eine Blechkarosse um sich herum hat, die 1000 Kilo wiegt, die viel mehr Energie verbraucht als mein Elektroroller. Dann sage ich mal, das ist ungerecht. Und dann brauchen wir eine gerechte Verteilung vom Fußgängerinnen, Fußgänger angefangen, vom Fahrradfahrer, von mir als Nutzer von diesen Elektroscootern hin. Und da sage ich mal, das kann nur zu Lasten des individuellen Automobils gehen. Und da spielt es für meine Begriffe überhaupt keine Rolle, ob dieses Auto ein Dieselauto, ein Benzinauto oder ein batteriegetriebenes Elektroauto ist. Die Dinger haben für meine Begriffe ihre Zeit hinter sich. Und da kann es immer noch, wenn ich irgendwelche Großeinkäufe mache oder weiß der Geier was, Modelle geben, wo man Leihwagen, wo man Carsharing hat und so weiter. Aber dieser Trend, gerade bei jüngeren Leuten, dass man mit 18 Führerschein macht, dass man mit
18,5 sein erstes Auto hat. Dieser Trend ist ja rückläufig, wa? Das wird nur nicht wahrgenommen. Aber die Statistiken dazu sind eindeutig und ich glaube, die Verkehrswende wird kommen. Es setzt natürlich auch voraus, dass der öffentliche Personennahverkehr auch deutlich attraktiver und deutlich billiger wird. Das gehört dann auch dazu. Da kommen wir gleich. Herr Lebrich, bitte. Wenn wir konstatieren, dass seit 1990 der Verkehrsbereich im Grunde nichts zum Klimaschutz beigetragen hat, liegt das vor allen Dingen auch daran, dass die Emissionen aus dem Lkw-Verkehr um 50% gestiegen sind. Was wären denn da Lösungsansätze der Linken, um ja diese Emissionen in dem Bereich signifikant zurückzuführen? Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, auch wenn das immer nicht allzu beliebt ist, gerade wenn man das als Linker sagt und in der früheren DDR aufgewachsen ist, aber keine Angst, ich war nie SED-Mitglied. Aber die frühere DDR hatte eine klare Regelung, dass alles, was an Güterverkehr anfällt und über 50 Kilometer transportieren muss, auf der Schiene zu transportieren wurde. Das hat man natürlich nicht gemacht, weil man ein ausgeprägtes Umweltbewusstsein hatte, ganz im Gegenteil, sondern es waren ökonomische Gründe, warum das hat man. Aber es gab eine klare gesetzliche Regelung, Güterverkehr über 50 Kilometer gehört auf die Schiene. Mit allen Nachteilen, die das dann dort auch hatte, weil der Schienengüterverkehr völlig, zumindest in den 80er Jahren, die ich dann noch am Rande miterlebt habe, völlig überlastet war. Aber wir brauchen vergleichbare Regelungen. Und das hat die Lkw-Maut, die sicherlich erstmal ein erster Schritt in die richtige Richtung war, aber es hat es überhaupt nicht gebracht. Wir brauchen wieder einen Ausbau des Schienennetzes und ich kann nicht auf einer Schiene gleichzeitig ein ICE mit 250 fahren lassen, während dann auch ein Güterzug dann vielleicht mit 90 oder 100 km/h auf dieser Strecke fährt. Ich brauche quasi dort Parallelstrukturen. Andere Länder wie Frankreich sind dort weiter, die trennen das. Ich weiß jetzt nicht, ob die im Güterverkehr besser sind, aber die haben zumindest eine getrennte Infrastruktur. Und wenn wir allen Ernstes wieder mehr Güterverkehr auf die Schiene haben wollen, dann müssen solche Programme wie damals das MORA-3-Programm in den 90er Jahren, wo man ja quasi als Bahnmitarbeiter, muss man sich mal vorstellen, haben Bahnmitarbeiter Prämien bekommen, wenn sie in ihrem Bereich Schienen oder Weichen entdeckt haben, die man nicht mehr braucht. Und dementsprechend ist das abgebaut worden, zurückgebaut worden, die Infrastruktur. Und das muss, das ist bei vielen erkannt, aber das ist in keinem Bundesverkehrswegeplan drin oder in keiner Gesetzesinitiative der letzten Regierung drin gewesen. Das muss umgekehrt werden. Wir brauchen wieder mehr Güterverkehr auf die Schiene und nicht nur als hohle Phrase, sondern tatsächlich mit Geld in der Hand und mit mehr Infrastruktur. Da ist eine Frage von Herrn Walle. Herr Lütze, ich gehe mit vielem konform, was Sie sagen. Natürlich ist es wünschenswert, mehr Güterverkehr auf die Bahn zu verlagern und auch den ÖPNV auszubauen und mit E-Scootern durch die Gegend zu fahren, mit dem Fahrrad und so weiter. Aber es ist natürlich illusorisch, den Individualverkehr in den nächsten 20 oder 30 Jahren auf null zu reduzieren. Sie werden ihn noch nicht einmal auf 50% reduzieren können, gerade im ländlichen Bereich sind, und das sind ja 50-60% aller Menschen in Deutschland leben im ländlichen Bereich, sind die Menschen eben auch auf den Individualverkehr angewiesen. Da kann man natürlich auch mit Ausbau ÖPNV einiges erreichen. Und im Individualverkehr können Sie nur mit der Elektromobilität schnell den CO2-Ausstoß reduzieren. Was meinen Sie? Also ich habe da explizit eine andere Meinung dazu. Das fängt schon mal damit an, wie wir auch bauen und wie wir wohnen, wo wir wohnen. Solange es halt wesentlich billiger ist, gerade für junge Familien, lieber 20, 30 Kilometer außerhalb der Städte sich dann ein Haus zu bauen und sich, das ist alles in Ordnung, ich gönne das jedem, das ist vollkommen okay. Aber es hat natürlich die Konsequenz, und das Saarland ist nun mal ein Bundesland mit der höchsten Eigenheimdichte. Wir haben die höchste Flächenversiegelung, was Wohnen angeht. Das hat historische Gründe, dass das quasi in den 50er, 60er, 70er Jahren rund um den Bergbau und der Montanindustrie auch gefördert wurde. Aber wenn halt eben viele Leute bewusst draußen in ländlichen Regionen wohnen, wenn die Städte und Gemeinde quasi in die Fläche zersiedelt sind, dann lässt sich dort natürlich schwieriger ein ÖPNV organisieren. Also ich kann nicht auf der einen Seite erwarten, ich habe dort ein billiges Grundstück gekauft, ich kann dort billig bauen und ich erwarte dann, dass aber dann trotzdem da draußen im 10-Minuten-Takt der Bus fährt. Das wird nicht funktionieren, da muss ich mir was anderes einfallen lassen. Aber trotzdem muss es für die Politik das Ziel sein, dass niemand darauf angewiesen ist, ein Auto haben zu müssen. Wer dann immer noch eins hat, das ist dann sein privates Hobby. Aber das muss zumindest das Ziel sein.
Und das hat natürlich Konsequenzen, gerade für den ländlichen Raum. Und ich bleibe bei meiner Meinung, ich habe nichts dagegen, wenn man Autos umstellt von Verbrennungsmotor auf Elektromobilität. Aber ich stelle eben auch fest, man sieht das ja am Kennzeichen, dass es häufig die ganz großen Limousinen haben, die im Kennzeichen hinten das E haben, und es weniger kleine und mittlere Fahrzeuge sind. Die haben jetzt auch wieder zugenommen, aber ich wohne in St. Arnoy, vielleicht hat man da auch ein bisschen andere Sozialstruktur als woanders. Aber offensichtlich ist es so, dass es E-Autos gibt für Leute, die ein bisschen besser betucht sind, die sich das leisten können, und dass diejenigen, die quasi Berufspendlerinnen und Berufspendler sind, eher Schwierigkeiten haben damit. Also wie gesagt, da werden wir vielleicht nicht eine Meinung sein bei dem Thema, aber ich glaube, die einzige Rettung, alles umzustellen von Verbrennungsmotor auf E-Autos, wird es nicht sein. Man muss zumindest, ich sehe da im Saarland in der Landespolitik noch nicht mal Ansätze dafür, man muss zumindest auch den ländlichen Raum wieder mehr in den Fokus nehmen, was den ÖPNV angeht. Stichwort Streckenreaktivierung von stillgelegten Bahnstrecken und so weiter. Ich werde nicht an jeden Hof, an jedes einzelne stehende Haus rankommen, aber dort muss was passieren. Und dann wird sicherlich ein Teil noch übrig bleiben, die auf ein Auto angewiesen sind, und die sollen dann von mir aus Elektrofahrzeuge fahren. Aber alle anderen muss es eine Alternative geben. Herr Schau. Dankeschön. Ich bin vom VCD und ich möchte eine Frage von Winfried Hoffmann, die er in den Chat geschrieben hat, mitnehmen. Winfried Hoffmann fährt viel mit dem Zug von Nied-Altdorf über Dillingen nach Saarbrücken. Der fragt, welche Maßnahmen wollen Sie ergreifen, um die Reaktivierung von Bahnstrecken zu vereinfachen oder zu beschleunigen? Wie könnte man einen alltagstauglichen und flächendeckenden ÖPNV im Saarland erreichen? Und dann auch noch die Erschließung von Neubau- und Industriegebieten. Sie haben es eben schon angedeutet. Das hat uns ja als VCD auch gestört, dass da Industrieansiedlungen in Überherrn gemacht wird oder am Liesdorfer Berg, und kein Mensch kümmert sich ein bisschen um die Erschließung dieses Industriegebiets, sei es für den Güterverkehr, sei es auch für die Menschen, die dorthin kommen wollen, ohne das Auto zu benutzen. Ohne jetzt der Wirtschafts- und Verkehrsministerin zu nahe zu treten, aber macht sicherlich auch viele Projekte, wo man einen Haken dran machen kann, aber verkehrspolitisch hat sie eine Windschutzscheibenperspektive aus dem Pkw heraus, und Güterverkehr dann, was den Lkw angeht, ist halt einfach billig. Straßen sind sowieso da, das Geld wird zur Verfügung gestellt. Das ist für meine Begriffe der falsche Weg. Also gerade auch Anbindung von Industriegebieten, neuen Industriegebieten, da muss man sowieso erstmal fragen, gibt es da nicht möglicherweise Flächen, die quasi auch reaktiviert werden können für Industriegebiete. Aber wenn man es dann tatsächlich neu baut, dann gehört ein Bahnanschluss dazu. So einfach ist das. Das kann der Gesetzgeber vorgeben. Das kann man auch auf Landesebene vorgeben. Das ist nicht gewollt. So, und Bahnstreckenreaktivierung, da gibt es ja nun ein Verkehrsentwicklungsprogramm, nennt sich das, glaube ich, wo 4, 5 Strecken jetzt rausgesucht wurden. Aber wenn ich mir alleine angucke, welche Maßnahmen das Saarland alles ergriffen hat, um die S-Bahn-Erweiterung von Homburg nach Zweibrücken herauszuzögern, zu verschleppen, dann kann ich nur sagen, die jetzige Landesregierung hatte kein Interesse daran. Man konnte nicht Nein sagen, weil das quasi gegen das Image läuft, aber man hat alles Mögliche versucht, um zu verhindern, dass Bahnstrecken reaktiviert werden. So, jetzt ist da ein Plan entwickelt worden, also glaube ich 4 Strecken drin. Ich weiß nicht, ich bin jetzt 52 Jahre. Wenn das so weitergeht, werde ich das nicht erleben, dass auch nur eine Strecke von denen reaktiviert wird. Da muss eine andere Politik her, andere Bundesländer, die machen auch nicht alles richtig, aber im Nachbarbundesland Rheinland-Pfalz, in Sachsen, in Thüringen, gibt es völlig egal, welche Regierung da dran ist, dort stehen Streckenreaktivierung auf der Tagesordnung. Wir im Saarland sind im Tiefschlaf. Sorry, das ist eine politische Frage und keine Frage von Recht, von Baurecht, von allem Möglichen, auch keine Frage vom Geld. Wir haben auch, was die Regionalisierungsmittel angeht, die der Bund zahlt, sind wir das Bundesland, was die höchste Verfallquote hat, wo Gelder nicht abgerufen werden. Ja, prima, herzlichen Glückwunsch. Wir müssen gucken, dass wir ein bisschen in der Zeit bleiben. Ich habe hier noch eine Frage, und Susanne Speicher hat auch noch eine Frage. Ja, also es ist noch eine Frage aus dem Chat. Die großen Autos mit den E-Kennzeichen sind ja meistens keine E-Autos, sondern Plug-in-Hybride, die für den Klimaschutz in der Praxis weitgehend nutzlos sind. Will die Linke diese Sonderlösung, um nicht direkt Betrug zu schreiben, abschaffen? Also wenn ich recht das mitgekriegt habe, gibt es ja jetzt schon eine Differenzierung zwischen den E-Hybriden und den reinen Elektroautos. Wenn es nach mir ginge und nach der Linken ginge, würden quasi nur kleine und mittlere Fahrzeuge überhaupt eine Förderung kriegen, egal ob Hybrid oder
reines Elektroauto. Der Nachteil vom Hybridfahrzeug, hatte doch schon mal zwei, dreimal die Gelegenheit, da mitzufahren, ist ja, dass das Gewicht dieses Fahrzeugs ja noch erhöht wird, weil es beide Komponenten drin hat. Und die Gewichtserhöhung, zumindest wenn ich im Physikunterricht aufgepasst habe, heißt ja dann auch immer, wenn ich dieses größere Gewicht in irgendeiner Form von A nach B bewegen will, brauche ich mehr Energie dafür. Also ist der positive Effekt, den ich dort habe, weil zum Teil ja mit Elektro gefahren wird, wieder aufgebraucht, weil ich ein höheres Gewicht habe, da ich diesen Verbrennungsmotor immer noch mit mir rummache. Ich sage mal, so in bestimmten Bereichen, wie zum Beispiel im Bahnverkehr, macht das ja vielleicht Sinn, beide Sachen zu haben, weil ich mir dann teurere Streckenelektrifizierung auf Teilstücken oder auf Nebenstrecken erspare, indem ich Hybrid habe. Aber im Pkw-Bereich macht das für meine Begriffe überhaupt keinen Sinn und hier muss auch die Förderung von diesen Fahrzeugen aufhören. Wer das trotzdem sich kauft und damit fahren will, bitteschön, aber nicht mit Staatskohle. Jetzt noch ein ganz wichtiger Bereich, der in Deutschland schon seit mindestens 50 Jahren diskutiert wird, nämlich die Förderung und Bevorzugung des Flugverkehrs. Wie beurteilen Sie denn die Mehrwertsteuerbefreiung im internationalen Flugverkehr, die Steuerbefreiung von Kerosin, die direkten Subventionen für Flughäfen und einzelne Fluglinien? Wie ist diese Wettbewerbsverzerrung zu rechtfertigen? Was würden Sie dagegen tun? Ja, gerade beim Kerosin ist es überhaupt nicht zu rechtfertigen. Da wird ja immer gesagt, na, dann beziehen die irgendwie ihren Treibstoff von woanders. Ich war auch viele Jahre im Verkehrsausschuss aktiv, habe mich auch bei verschiedenen Unternehmen, auch bei Airlines erkundet, es gibt keine Maschine, die heute mit halbvollen Tank irgendwo landet. Also die wird überall, weil das immer billiger ist, mit möglichst wenig Sprit zu fliegen, weil dann der Verbrauch von der Maschine wesentlich günstiger ist. Deswegen sind die Gefahren, dass im Ausland getankt wird, aber hier geflogen wird, relativ gering. Klar ist das erstmal ein Problem, wenn wir das einseitig einführen, andere Länder das nicht haben. Aber gerade bei den Inlandsflügen, wo man ja auf vielen Strecken auch ein großes Fragezeichen dran machen muss, stellt sich dann auch die Frage nicht. Also Kerosin muss genauso besteuert werden, wie jeder andere Treibstoff auch besteuert wird. Diese Subventionierung von Flugbenzin ist für meine Begriffe vollkommen der falsche Weg. Dadurch wird es auch bestimmte Tickets, ich meine, vom Saarland aus hatten wir nie 19-Euro-Tickets oder sowas, da haben das mindestens immer 99 Euro oder gerade habe ich eine Werbung gesehen von der aktuellen Airline, wechselt ja auch ständig, die für 69 Euro das anbietet. Aber ich glaube, wenn die reale Preise für ihren Treibstoff bezahlen würden, gäbe es so einen Blödsinn nicht mehr. Und dann wäre die Bahn, ohne dass die mit den Preisen runtergehen, billiger. Aber wir müssen auch an Mehrwertsteuer drangehen. Also ich halte das auch für völlig Unsinn, dass zum Beispiel Bahntickets, egal ob im Nah- oder Fernverkehr, überhaupt eine Mehrwertsteuer haben. Also wenn das ökologisch zu fördern ist, dann bitteschön kann man das auch mehrwertsteuerfrei machen. Und ansonsten war die Frage ja noch zum letzten Punkt zu den Flughäfen. Da gibt es eine klare Rechtsprechung oder eine klare Regelung, was die EU angeht. Da ist ja in den nächsten ein, zwei Jahren eigentlich Schluss mit Regionalflughäfen oder auch den Flughafen in Ensheim betreffen. Ich selber habe mein Flugverhalten jetzt durch Corona schon umgeswitcht. Ich muss zugeben, ich bin neulich geflogen, aber deshalb, weil die GDL gestreikt hat und ich eine andere Möglichkeit hatte, nach Berlin zu kommen. Aber wir müssen für meine Begriffe über Inlandsflüge, über Kurzstreckenflüge ernsthaft diskutieren. Aber dafür brauchen wir auch einen Ersatz auf der Schiene. Und solange ich gefühlt anderthalb Stunden mit dem ICE nach Mannheim brauche, in der Zeit ist der Flieger in Berlin. Wir werden mit der Bahn nie die Geschwindigkeiten erreichen, die Flugzeuge erreichen. Man muss aber auch so rechnen von Tür zu Tür, also von Wohnungstür bis Bürotür. Das ist für mich als Abgeordneten, der zweite, zweite Woche in Berlin ist. Da komme ich auf ganz andere Zahlen. Aber wir müssen die Bahn auch schneller machen. Und das geht nur mit einer Neubaustrecke Richtung Mannheim oder Richtung Frankfurt. Anders ist der Saarland nicht konkurrenzfähig. Vielen Dank. Wir kommen jetzt zu unserem letzten Block, bei dem es um so verschiedene Bereiche geht wie Bildung, Klimafolgenanpassung und Landwirtschaft. Fangen wir mal mit der Bildung an. Die armen Schulen sollen ja eigentlich für alles unterrichten, sollen die ganze Welt eigentlich verbessern und retten, was ihnen natürlich nicht gelingt. Aber wenn sie schon alles machen müssen, dann könnte man sie auch wenigstens verlangen, dass sie auch die Möglichkeit bieten, die Schüler so zu erziehen, dass sie umweltfreundlicheres Verhalten gut finden. Das heißt, hier wurde gefragt, wie kann man es machen, dass diese Fragen des Klimas zu Querschnittsthemen in Bildungseinrichtungen werden. Jetzt ist wieder so ein Punkt erreicht, wo man
wo mir selber die Betroffenheit fehlt. Ich bin in einem Bildungssystem aufgewachsen vor 1990, was völlig anders strukturiert war, aber da gab es auch einen Verkehr. Ich war mit 5 Jahren Schlüsselkind, konnte alleine nach Hause gehen und musste aufgrund des Straßenverkehrs keine Angst haben, von irgendeinem Trabi überrollt zu werden. Ich habe jetzt eine 5-jährige Tochter und seit einem Jahr fahren wir zusammen, ich mit dem E-Scooter, sie mit dem Fahrrad in die Gitter in St. Arnoweil. Das sind ungefähr 800 Meter, also für Fuß gehen schon recht sportlich. Deswegen ist das mit dem Fahrrad und mit dem E-Scooter genau die richtige Entfernung. Und ich habe dort immer noch die Situation, dass für meine Begriffe geschätzt 50% der Eltern ihre Kinder mit dem Auto in die Kita bringen, was natürlich die Gefahr für alle Beteiligten dort verunfallen wieder erhöht. Also ich denke mal, man muss damit anfangen. Es bringt nichts, den Kindern in den Kitas oder auch nachher in den Schulen irgendwas beizubringen, wie die Welt funktioniert, wenn sie draußen die Tür aufmachen und genau das Gegenteil davon sehen. Auch wenn Lehrer mit dem Auto kommen und so weiter. Da muss es endlich Angebote geben, wo man quasi solche Kurzstrecken nicht mehr mit dem Auto fahren muss. Und das, die Bildung muss für meine Begriffe nicht bei den Kindern anfangen, sondern bei den Eltern. Aber ich kann auch Eltern nachvollziehen. Die fühlen sich in ihrem SUV, das Kind in die Kita zu bringen, sicherer, als wenn sie, wie ich, mit dem Fahrrad fahre oder E-Scooter. Sagen wir mal, es kommt ja auf selber letztendlich hinaus. So. Also wie gesagt, das Bildungsproblem habe ich weniger bei den Kindern. Die machen das, was Spaß macht, und Fahrradfahren macht Spaß. Oder mit anderen Kindern zusammen über den Fußweg laufen, macht auch Spaß. Wenn das aber lebensgefährlich ist, weil Autos auf Fußwegen und auf Radwegen parken oder bei Rot über die Ampel donnern, obwohl die Fußgänger grün hatten, dann kann ich auch Eltern verstehen, die sagen, mir ist das zu heiß, ich bringe euch lieber mit dem Auto in die Schule oder in den Kindergarten. Und das ist für mich der Bildungspunkt. Man kann das als Unterrichtsfächer anfangen und so weiter. Ich war ja selber, auch wenn es ein paar Jahre her ist, mal Schüler. Das hätte mich jetzt weniger interessiert, wenn mir die Eltern noch irgendwas erklären, wie die Welt, die Lehrer erklären, wie die Welt funktioniert. Kinder wollen das selber erleben. Wir müssen die Eltern bilden und wir müssen die Rahmenbedingungen schaffen, dass niemand mehr seine Kinder mit dem Auto in die Schule oder die Kita bringen muss. Christoph Hassel. Es geht ja bei diesem Thema, also Christoph Hassel vom BUND, es geht ja bei diesem Thema Bildung nicht nur um Wissensvermittlung, sondern es geht ja auch darum, dass in den Kindergärten, auch Schulen, Wert- und Handlungskompetenzen halt vermittelt werden und damit diese Schulen und Kindergärten auch zu Lernorte werden für klimabewusstes Handeln. Da spielt sicherlich auch eine Rolle, wie die Kinder zur Schule kommen oder in den Kindergarten kommen. Aber wichtig wäre mir nochmal zu wissen, welche Anreize Sie sehen, auf Bundesebene zu schaffen, dass Länder halt hier aktiv werden können bei dieser, ja, wie soll ich sagen, gesellschaftlichen Transformation, die halt da ansteht. Na gut, wenn Sie jetzt speziell auch die Bundespolitik danach fragen, dann muss ich auch, wenn es möglicherweise nicht ganz zum Thema passt, auch den Zustand kritisieren, dass wir in einem föderalistisch organisierten Bundesstaat leben und Bildungspolitik bis auf wenige Ausnahmen hauptsächlich Sache der Bundesebene ist. Und jedes Mal, wenn ich mich oder auch andere Abgeordnete auch von anderen Fraktionen hier zu Wort melden, kriegen wir relativ schnell auch von der jeweiligen Bundesregierung zur Antwort, das geht uns nichts an, das ist Landesebene. Und deswegen ist es an der Stelle schwierig, das sage ich Ihnen, Herr Hassel, dann auch auf die Gefahr, mir dort keinen Freund zu machen, das ist sehr schwierig, von der Bundesebene dort wirklich wirksame Maßnahmen einzugeben. Dann muss man wirklich drüber diskutieren, inwieweit muss man mich auch mal über unser föderalistisches System nachdenken, was Vorteile hat, aber eben was eben auch, Sie haben es angesprochen, auch Nachteile hat. Es funktioniert nicht über die Bundesebene, weil jeder Politiker, Politikerin dort sofort reingrätscht und sagt, nee, das ist Sache der Länder. Und das sage ich jetzt mal partei- und fraktionsübergreifend. Das ist in meiner Partei leider auch sehr weit ausgeprägt, das Thema ja nicht anzugehen. Ich halte das für völlig falsch. Ich halte diesen Föderalismus in Deutschland für Kleinstaaterei. Tut mir leid.